Ich höre euch jetzt zu, wie es war, und ich höre mir an, was du als nächstes vorhast, Gabriela. Okay, wie war's? Kann Robert erzählen, weil er war das erste Mal da, ja? Ja, es ist eine tolle Erfahrung gewesen. Ich denke, das sollte jemand mal machen. Ja. Weil, dass man den Kindern dort hilft und wie man sieht, dass sie sind so dankbar für alles. Und das ist eigentlich alles kleine Sachen, die Kleidung und das Essen mit einem. Und das macht einen so eine Freude. Das ja. ist richtig super. Und wenn ich kann, nächstes Jahr fliege ich wieder mit Gabi. Auch wie Gabi gesagt hat, einmal Afrika, immer Afrika. Genau. Ja, das glaube ich. Ja. Nee, also ich habe ja gesehen über eure Postings, wie die Stimmung war, wie ihr da angekommen seid und angenommen wurdet. Und da gab es ja aber wahrscheinlich zwischen dem, was ihr gepostet habt, gab es ja viele, viele Erfahrungen, ne? Ja, es gab auch traurige Momente. Ich musste ehrlich gesagt manchmal weinen, weil wir die Kinder angezogen haben und die kommen da manchmal ohne Schuhe, ohne richtige Kleidung, ohne nichts. Ja. Das ist schon ein trauriger Moment, aber danach freut man sich auch, dass man ein bisschen helfen kann. Ja. Und die ganze Sache, dass wir mit haben, wir waren noch eigentlich Kleidung für Kinder. Ja, das war. Wir hatten beide, ich hatte drei T-Shirts, zwei kurze Hosen und das war alles. Na, ich habe wie gesagt, Robert, dein Gepäck ist Handgepäck, ja? Alles andere. Nein, für die Kinder, ja? Für dich 8 Kilo muss reichen, ja? Ja, genug. Ja, und das glaube ich, hast du noch die Fußbälle gehabt, oder? Ja, ja. Wir haben noch Fußbälle genommen, weißt du, dann habe ich ihm noch ins Handgepäck gegeben. Ansonsten 80 Kilo habe ich dann gepackt, ja. Also mein Hauptgepäck, sein Hauptgepäck. Ja, ich durfte es dann tragen. Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, also als Frau hätte man keine Chance, mit dir mitzufliegen. Man muss oh, man sein ja, wenig das Gepäck und viel sein. Tragen, ja. Ja. Na, aber deswegen, ich war echt froh, dass er mit mir war, weißt du, weil der hat schon wirklich viel geholfen. Das war ja. echt super. Ich habe das gerne gemacht. Klar. Und das wollte ich euch fragen, also wie war das für dich, Gabi, im Vergleich zu alleine fliegen, gemeinsam fliegen, wie war das? Das war super, vor allem, weil der Robert so ein freundlicher Mensch ist, ja? Ja. Sagen wir mal so, ich kann mit jemandem fliegen, der mir nicht passt, sozusagen. Ja, das, du weißt ja nicht. Wir haben uns von der Arbeit nur gekannt. Ja, okay, ich mag ihn sehr gerne, weil er ist ein guter Mensch. Ja. Aber da habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir Urlaub zusammen, schauen wir mal. Ja. Aber er ist wirklich so ein toller Mensch, so freundlicher Mensch, weißt du, hilfsbereit und so. Für mich war das super toll. Ja. Und ich habe gesagt, also mit ihm kann ich immer wieder fliegen. Ich hoffe, der kann es auch so sagen. Danke, Gabi. Ja, ich kann das Gleiche sagen. Ich bin dir dankbar, dass du mich mitgenommen hast, weil alleine hätte ich es nie gemacht. Naja, manchmal, weißt du, weil ich habe da schon auch meine Punkte und Regeln, also das muss man ab und zu machen, das und das. Sagt er, mein Gott, jetzt hör auf, bitte, ja, und so, weil... Ja, du musst dich auch ein bisschen schonen. Ja, sagte, so ein Urlaub, weißt du, du jammerst die ganze Zeit. Aber da sagte er, okay, das passt schon, sagte, weil jemand muss da sein, der denen sagt, so und so, ja. Ja, klar, es ist ja auch mehr. Eine harte Hand. Ja, ich meine, klar, es ist ja viel mehr als Urlaub, auf alle Fälle. Na, das meinte ich auch. Wie war das jetzt so für dich, Gabi, du hast es erzählt, ich frage Robert, also wie war es für dich, dass du dich so ranhängen konntest, einfach beobachten konntest, du wusstest, Gabi hat Ahnung, die weiß, was sie macht, du kannst quasi folgen, ne? Ja, klar. So wie ich gesagt habe, alleine hätte ich das nie gemacht, da hatte ich aber die Gabi und... Hat alles super gepasst, oder? Hat alles super gepasst. Ich konnte viel von ihr lernen und das, was sie macht, ist wirklich was Wunderbares. Und die Kinder waren auch glücklich, endlich mal Gabi ist mit jemandem gekommen, ja, nicht nur alleine. Ja, aber deine menschliche Schaukel. Ja, der Robert, immer weißt du. Genau, ich habe es gesehen. Das war,
Es war richtig Workout für dich. Ja, 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 das ist der beste Training, einfach mit Kindern spielen. Besser als in der Fitnessstudio. Oh, ja, oh, das ist das, was ich jetzt eigentlich immer Erwachsenen in meinem Alter sage, die dann auch kinderlos sind mit, ich schaff's nicht ins Fitnesstraining, ist immer mein flotter Spruch, schaff die Kinder an. Ja. Ja, hast du eigentlich den gleichen Effekt. Wirkt, also passt natürlich nicht immer und ist ja auch nicht das Gleiche, aber ich musste dran denken, als ich gesehen habe, wie du die Kids da geschaukelt hast. Dazu hat man Kinder, ne? Und da hat man sehr viele Kinder. Also. Genau. Und wenn es die Patenkinder dort in Afrika sind. Schön, schön, schön. Und was hattet ihr für einen Eindruck, wie war es für die Projekte? Als ihr jetzt zu zweit da wart, habt ihr das Gleiche gemacht? Habt ihr mehr gemacht? Wie war das? Okay, also, ich glaube, dazu kann Gabi mehr sagen. Ja, also ich denke mal, wir haben eigentlich das Gleiche gemacht, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Ja? Wir waren wieder mit der Zeit sehr knapp. Weil, okay, ich wollte, dass er eigentlich alles sieht, ja. Dann am Ende hat er gesagt, Gabi, wir haben hier überhaupt keinen Tag, um sich auszuruhen. Wir sind nur am Fahren, am Rennen und so. Aber ich wollte ihm alles auf einmal servieren, sozusagen. Deswegen, wir waren da, wir waren 3 Tage bei den Kindern, die ganze 3 Tage. Da haben wir noch diese Vulkantrekking gemacht, weißt du? Und das war ziemlich knapp alles mit der Zeit sozusagen. Deswegen, wir haben das Übliche gemacht, weißt du, Essen verteilen, da hat der Robert auch kräftig geholfen, ja. Dann haben die Fußball gespielt, okay, das war was Neues, weil ich habe diese Fußballtrikots gebracht von Deutschland. Da waren sie auch sehr happy. Ja, und natürlich die Familien wieder besuchen, weißt du, die von den gesponserten Kindern. Aber ich wollte, dass der Robert auch sieht, weißt du, wie die da leben. Ja. Was man da mit denen erzählt oder so. Das war eigentlich mein normales Programm, aber für ihn war das sowieso was Neues. Ja, naja. Ja. Was gut war, wir haben uns die Arbeit ein bisschen halt geteilt. Ja. Ich konnte immer die ganzen Sachen tragen. Dann durfte ich mit ihm da Fußball spielen. Ja. Ja, das war auch anstrengend. Ja. Ja, die laufen ununterbrochen und ich war immer außer Atem. Das kann ich. Ja, nach einer Stunde sagt der Gabi, ich kann nicht mehr, ja, mein Gott, die haben so viel Kraft. Ja, ja. Auf alle Fälle. Da frage ich mich auch, wie war das vom Klima her für euch? Also wie ist dieser Klimawechsel? Das Klima ist uns super. Für mich ist das Klima besser als hier. Aber ich weiß, deine ersten Worte, in Kigali steigen wir aus, sagte, oh mein Gott, Gabi, wo hast du mich gebracht? Ja, ja. Das ist die Luftfeuchtigkeit ist ziemlich groß gewesen. Aber wenn wir dazu gesehen hingefahren sind, war es super. Ja. Ja. Also es war jetzt auch nicht so der Unterschied. Wie gesagt, ich frage das, weil wir ja auch überlegen, nach Uganda zu fliegen und wo ich dann halt auch, ja, wo ich halt einfach als Mutter überlege, so mit 8-jähriger Tochter, wie ist es vom Klimawechsel her? Wir sind vor 2 Jahren nach Costa Rica geflogen, da war es auch so, dass ich gemerkt habe, sie brauchte da so 1-2 Wochen, wie der Körper sich daran gewöhnt hatte, aber jetzt ist sie ja älter und wenn ihr sagt, es haut einen nicht sofort um, nein, dann kann man ja froh das Klima Gutes. War für mich besser als hier. Vor allem am Tag ist es warm gewesen, die Nächte sind dann ein bisschen kühler gewesen, ja. Man konnte normal ausschlafen. Mhm. Ich habe mich total super gefühlt. Das Schön. Essen und alles richtig gut. Ja. Man braucht keine Angst zu haben. Das wird schon. Genau, also das ist das, woran ich jetzt auch gerade arbeite innerlich, jetzt zu sagen, was ist jetzt größer, die Freude oder die Angst? Freude oder Angst? Freude oder Angst? Die Freude. Auf alle Fälle, ja. Ja. Ja, und ich meine, ich wäre ja auch total gespannt mitzuerleben, wie jetzt ein europäisches Kind den Wert von Schulbildung erlebt, wenn es wirklich da vor Ort in Afrika einfach diese Schulgemeinschaft erlebt. Ne? Also das, was man über euch gesehen hat, dieser Zusammenhalt zwischen den Schülern, diese Freude, dass die ja echt glücklich sind, in die Schule gehen zu können. Ne? Ja, und das ist super, diese... Nicht eifersüchtig, einer auf den anderen. Nein, überhaupt nicht. Das ist super, die helfen alle einander. Ja. Weißt du, wenn ich kenne da ein paar Kinder, weißt du, mit den Namen und so, wenn ich sage, ja, wo ist Joshua?
Das ist ja nicht so, dass sie jetzt eifersüchtig sind, ah, Gabi will jetzt gerade den Joshua. Nein, die gucken alle, wo Joshua ist, ja. Weißt du. Ja, die suchen. Mir so, weißt du, geben, ja. Mit der Hand, weißt du, Joshua ist hier, ja. Das ja. Ist ja super toll, ja, kein Eifersucht. Ja, ja, und ich meine, also ich finde, es ist ein Wunder, wenn sie in so einer Armut leben und ihr damit, ich sag mal, begrenzten Schätzen kommt. Das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass da viel Eifersucht entstehen könnte, aber das ist nicht so. Nein. Das ist wirklich nicht so. Das ist wirklich nicht so. Sag ich dir, wenn ja. Ich ein Kind mit Namen nenne, weißt du, die gucken sofort, wo das Kind ist, ja, und die werden den dann sogar von zu Hause holen, weil Gabi hat gesagt, ja, sie will gerade den, ja. Ja. Denke mal hier, weißt du, die haben gesagt, die Kinder, ah, okay, warum gerade der? Ja, und ja, ja, ich, genau. Ja? Ja, ja. Aber bei denen überhaupt nicht. Ne? Das ja. Ist ja super toll. Ja. Ja, es ist halt einfach eine andere Gesellschaftskultur. Ja. Ne? Es ist halt wirklich dieses gemeinsame. Ja. Wir halten halt. Genau. Es ist schön, sowas zu sehen. Und ich habe mich gefreut, wenn ich das gesehen hatte. Ja. Die so arm sind, ja, wenn ich es aber, die helfen einfach einander. Ich glaube, die sind halt wirklich glücklicher über diese Grundlagen des Lebens. Ne? Also das hat sich so übertragen von euch, dass sie halt wirklich echt einfach dankbar und glücklich sind, überhaupt zu leben, dann Essen, Kleidung, Medizin zu bekommen. Ich glaube, das macht das Leben schon nochmal. Aber wenn du siehst, weißt du, wenn die von der Schule kommen, ja, weißt ja. Du, die Gläsere tragen die kleinen, weißt du, Kinder auf der Schultern. Ja, ja da, was sie die dann nach Hause bringen, weil das ist ja nicht gerade so flaches Land, das ist ja immer ja. Bergauf oder bergab, ja? Ja. Weißt du, dann die Kinder ja. Von der Schule, wenn ein dreijähriges Kind vom Kindergarten kommt, für ihn ist es schon schwer. Aber du siehst dann, weißt du, die tragen den, und das sind ja Nachbarn, das sind ja nicht Geschwister oder so, weißt du, keine Familie, mhm. Aber die helfen einander, ja? Das ist ja super. Ja, ja, und das ist total schön. Also ich glaube, es ist auch das, was mich so am meisten hinzieht nach Afrika, dass man hier aus dieser, nein, ich sag mal so, aus dieser emotionalen Kälte rauskommt. Ne? Ja. Das ist ja ganz was anderes dort, ja. Ja, ja, dass man das da erlebt. Gabi, du hast gesagt, du fliegst bald wieder. Wann fliegst du denn wohin? Ja, dort, wo immer. Einmal Afrika, immer Afrika. Genau, Ruanda, Uganda, wie immer, klar. Da geht es wieder in die Projekte? Ja, aber wir haben wieder ganz wenig Zeit, weil wir sind jetzt 7 Personen. Wow. Ja, und da weißt du, die haben ein eigenes Projekt in Kabale. Ich habe mein Projekt, da möchten wir noch ein bisschen was von Safari machen. Wir sind nur 9 Tage dort. Also praktisch in Ruanda sind wir 2 Tage. Dann gehen wir nach Kabale, da sind die bei ihrem Projekt. Ich gehe zu meinem Projekt und dann machen wir 4 Tage Safari zusammen. Ja, seid ihr da. Cool, ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann bin ich alles wieder, weißt du, mit Stress. Ja, das ist unsere europäische Krankheit. Ja. Dass wir bereit gestresst sind, oder? Oh, Safari, weißt du, unsere Guides, ich habe gesagt, Leute, wir sind zu spät, sagte nur 10 Minuten, naja, 15. Und dann sagte ich zu ihm, you know, in German, time is money. Und dann sagte er zu mir, da will ich nach Deutschland kommen, na, du hast keine Chance. Also bitte. Ja, die haben doch immer Zeit. Ja, genau. Ja. Und bei mir immer auf die Uhr, oh mein Gott, wir sind schon zu spät, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Nee, das ist ja, ja, ich finde, man müsste da wirklich solche Zeitzähler haben. Ne? Ist ja mal die Frage, ob wir in Deutschland Geld damit verdienen mit unserer Zeit oder ob es uns Geld kostet, dass wir so wenig ich Zeit haben. Nicht, dass die damit Geld verdienen können, ja, weil die haben Geld. Ja. Ich glaube es auch, ja. Das ist dann schon eher amerikanisch, wenn man dann so bei den 5.000 Dollar Stundensätzen ist, ne? Sie können gerne um eine halbe Stunde verlängern. Ja, natürlich, ja. Bestimmt. Ja. Hätte ich auch gemacht. Genau. Das ist super. Schön. Ihr Lieben, zur Abrundung unseres Interviews, was ist euch das Wichtigste? Also das, was ihr erlebt habt, was ihr jetzt so der Welt mitgeben wollt, was war eigentlich die wichtigste Erfahrung? Ich glaube, du bist als Erste. Ich bin als Erste. Für mich, dass ich halt einfach den Kindern helfen kann,
dass ich die ein bisschen unterstützen kann. Und dann vielleicht mit der Zeit, wie man sieht, dass unsere Arbeit dann Effekte mit sich bringt, dass sie ein besseres Leben vielleicht führen können, dass sie auch später gebildet sind, dann kann die auch ihre eigene Gesellschaft helfen, weil solche Leute braucht man immer. Und das ist für mich das Wichtigste dabei. Ja. Jetzt hat er auch schon ein Patenkind, ja? Ja, eine Tochter. Eine Tochter hat er, genau. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So schnell geht es manchmal, ne? Ja, ja. Ich brauche da 9 Monate, du hattest es in ein paar Wochen erledigt. Ja, aber gleich so groß, 7 Jahre alt, ja, genau. Geht schon zur Schule. Perfekt. Ja. Ohne verheiratet zu sein, hat er schon eine Tochter. Ja, klar. Ja, ich meine, gut, das passiert heutzutage öfter, aber... Ja, genau. Du sparst dir auf jeden Fall die Scheidungskosten. Ja, genau, da ist was dran. Auch sehr viel wert. Also du bleibst nur auf dem Unterhalt hängen. Genau. Ein bisschen, 25 schön. Euro im Monat kann man noch locker, weißt du, echtes Schnäppchen. Ja. Ja. Auf alle Fälle. Gabi, und für dich, was war es für dich, euer gemeinsames Fliegen? Also für mich war das super toll, dass ich jemanden bei mir hatte, der die Idee auch gut sieht, ja. Das ist ja jetzt, sagen wir mal, ganz andere Generation, weißt du, andere Person, die bis jetzt damit nichts zu tun hatte. Deswegen war mir auch wichtig, weißt du, wie er das dann sieht, ob es ihm gefällt oder nicht. Aber dann, ja, wo ich gesehen habe, das wird schon was. Danke. Nein, ich gebe mein Bestes. Nein, also ich habe schon gesehen, weißt du, wie er reagiert hat. Das war ja vielleicht so wie bei mir beim ersten, zweiten Mal, ja. War nicht so einfach. Jetzt kenne ich das mittlerweile schon, ja, aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der Robert da, der hat es auch gesehen, der hat jetzt auch viele, weißt du, Leute, junge Leute, denen er das vielleicht weiter vermitteln kann. Ja. Und nicht, dass sie dann jetzt das von mir gerade hören, ja, weil ich kann da viel erzählen, aber gerade von ihm, weißt du, der war das erste Mal dort, der hat das jetzt gesehen mit eigenen Augen, nicht, dass dann die Gabi erzählt, sondern der Robert, ja, der hat es selbst erlebt und dann kann er, weißt du, jetzt den anderen Leuten sagen. Und wie er mir dann erzählt, der hat gesagt, ja, viele seiner Kumpels waren sehr interessiert daran, ja, wie und was und so, ja. Vielleicht kann ich die anstecken. Vielleicht. Ja. Ich meine, es ist ja wirklich Gold wert, dass ihr eure eigenen Erfahrungen habt, ne? Also es ist ja nicht so, als ob du sagst, hier, gib mir mal 10 Euro für UNICEF. Oder so, ne? Es ist ja wirklich dein Projekt und es hat natürlich unglaublich hohen Wert. Na, das ist ja wirklich, weil, ja, ich eigentlich auch nicht, und der Robert sagt auch immer, ich mag ja nicht so viele Videos oder so, aber sagt Robert, aber wir machen das für die Kinder, ja? Ja. Wir machen das nicht für uns, dass wir da als Stars irgendwo leuchten wollen oder so. Wir machen das für die Kinder. Wenn wir da, weißt du, diese Dokumentation nicht weitergeben, wer wird uns dann glauben, ja? Ja, auf alle Fälle. Wenn du dann diese Live-Videos machst oder so, und Gott sei Dank, Robert hat immer gesagt, okay, ich habe nichts dagegen, du kannst mich da filmen, ja, und ist ja überhaupt kein Problem. Tolles da, weißt du, kannst du bei Facebook posten. Hauptsache, die Leute sehen das wirklich, wie es ist, oder? Ja, Hauptsache, dass ich damit vielleicht den Kindern helfen kann. Aber es ist schon manchmal stressig, weil ich bin nicht so, ich bin eher so ein bisschen schüchtern. Ja, klar, auf alle Fälle. Aber wenn die Gabi mal sagt, das ist für die Kinder, ja, dann packe ich das schon. Ja, ich meine, einerseits das, also ich sag mal so, ich beneide euch da um die Volljährigkeit. Bei mir ist ja dann irgendwie die Frage, wenn ich halt mit meiner Tochter unterwegs bin, du hast immer eine Minderjährige mit dabei. Ne? Ich meine, sie hat da selbst auch ein Sensorium dafür entwickelt. Wir haben auch miteinander gesprochen und gesagt, Spatz, das ist ja Familienunternehmen. Du kannst mich zwar verklagen, wenn du 18 bist, aber das geht immer wieder aus der eigenen Familientasche raus, die Strafe. Ja, genau. Und ich sage mal, das hat sie gecheckt und gibt mir da eigentlich auch eine klare Ansage mit, jetzt kann ich nicht. Also jetzt will ich nicht gesehen werden.
Nur, wie gesagt, also das ist ja was, was ja im Übergang ist. Solche Sachen, die ändern sich ja von Minute zu Minute. Und da kannst du deinem eigenen Kind vertrauen. Aber das ist dann insofern viel wert, wenn man da mit Volljährigen unterwegs ist, wo man sagen kann, gut, okay, also jetzt erstmal das Video und muss nicht drauf achten, ob ich da zwei Drittel rausschneiden soll später oder so, ne? Das ist ja wieder was anderes, klar. Ja, genau. Nee, aber ich sag mal, es hat sich in jedem Fall gelohnt. Also danke, Robert, dass du es mitgemacht hast. Es wird dadurch lebendig, ne? Also weil man merkt, ihr seid da. Und auch dadurch, dass man euch beide sieht. Das hat wirklich diesen Social-Proof-Charakter für mich gehabt, zu sagen, gut, okay, also das eine Mal sieht man Gabi und man sieht deinen Fuß und das andere Mal hat man Gabi gesehen und dann hängen die Kinder an dir dran. Also das hatte wirklich ganz, ganz hohen Wert für mich, zu sagen, ey, die sind jetzt wirklich da, die machen das jetzt wirklich. Und ja, also ich bin mir sicher, da ging es vielen anderen genauso, weil so ticken wir Menschen. Ne? Also in dem Moment, wo wir deine Hand erkennen, hast du ja das Gefühl, du bist näher am Projekt dran. Ist man ja auch wirklich. Ja, natürlich. Ja, wenn es einfach deine Sandale war oder dein Fuß oder so. Aber vor allem, das hat wirklich Spaß gemacht, oder? Ja, das war eine gute Zeit zusammen. Und alles für die Kinder. Ja. Und wie gesagt, nach der Arbeit, weißt du, unsere Freiwillige, die da arbeiten, der Steven und der Desiree, weißt du, wir sind immer ins Hotel gegangen, zusammen gesessen, ja, auch Bier getrunken, über die Arbeit geredet, weißt du, über die Pläne für die Zukunft, was wir da machen können oder so. Das war echt toll, denke ich. Ja. Ich meine, es ist auch wirklich unglaublich, was ihr da wuppt in dem Projekt. Also, falls wir fliegen wir ja wahrscheinlich für 4 oder 8 Wochen. Also, ich glaube, dann werden wir auf alle Fälle mal irgendwie rüberfahren ins Projekt. Super. Wirklich mal gucken, weil ich finde, es ist schon einzigartig, ne? Also was da für eine Power drin steckt, wie viel da auch wirklich umgesetzt wird und was gemacht wird. Und also ich hoffe, dass uns unsere Leute dann da auch begleiten und dann auch mit gucken, dass es da wirklich echt einen Projekttransfer gibt im Sinne von, wow, was das alles werden kann. Ne? Da wird was gemacht. Ja. Und dann machen wir ein Interview mit dir. Ja, natürlich. Dann gebe ich euch Bescheid. Und dann, liebe Gloria, wie war das da? In jedem Fall, da bin ich ja dann auch drauf angewiesen. Irgendjemand muss es ja aufnehmen aus Europa heraus. Ja, genau. Genau, ich werde zwar meine geliebte Kamerafrau dabei haben. Das ist immer das Sicherste, wenn meine Tochter dann selber Filme macht. Also ich weiß, sie ist hinter der Kamera und beschäftigt, und wenn sie dann die Filme macht, also auch wenn die ruckelig sind manchmal, aber sie wird halt auch immer besser, dann hat man diese Datenschutzkiste. Okay. Ja, aber es wäre trotzdem super, wenn wir dann Interview machen und ihr nehmt mich dann bei Zoom auf. Na ja, natürlich. Genau. Das bisschen Expertise, das bringen wir euch, das habt ihr über Nacht gecheckt. Genau, das schaffen wir schon. Das machen wir dann auch für die Kinder, oder? Auf alle Fälle. Schön. Oh nein, die werden sich da sicher freuen, ja, weil, wie gesagt, wir waren jetzt da, weißt du, da war noch eine Freiwillige aus Spanien, ich sag mal? Nee, Kroatien. Mhm. Ja, und dann, weißt du, wo wir da immer über das Dorf gegangen sind, da hat der Robert gesagt, mein Gott, wir sind jetzt zu dritt, Gabi. Ich kann mir schon gar nicht vorstellen, wenn du hier alleine bist und alle Kinder hängen nur an dir. Jetzt hängen die an uns drei, ja? Hat sich ein bisschen verteilt. Ja, und so hat sich das verteilt. Aber wenn du hier alleine bist, sagt er, da sind die nur hinter dir. Ja, so ist es. Ja. Das dachte ich auch. Alleine das wird eine Erleichterung sein, ne? Ja, wenn dann mehrere Leute sind und so, ja, auf jeden Fall. Und auch, weißt du, bei dem Essen verteilen, ja, da hat schon der Robert viel geholfen, bei dir die Seife zu schneiden, weißt du, das, ja, du siehst ja, okay, ein Stück Seife sieht ja eigentlich ganz einfach, aber wenn du dann, weißt du, 20 Stück schneiden musst auf so kleine Stücke, dann weißt du, dann habe ich schon gesagt, Robert, machst du das bitte, weil ich sehe schon, der Kollege, der ist ja schon ziemlich kaputt mit dem Messer, weißt du. Das ist schon auch harte Arbeit gewesen, ja, aber
Es hat eine Folge gemacht. Ja, auf alle Fälle. Schön. Gut, ihr Lieben, dann würde ich es für heute abrunden. Wir können ja da immer wieder Interviews dranhängen, immer wieder, wenn uns was einfällt, wovon wir glauben, dass es wichtig, also gut fürs Projekt wäre, wichtig für die Welt wäre, dann machen wir einfach weiter damit. Für die Kinder natürlich. Ja, genau, dass man sagen kann, es ist da wirklich gut aufgehoben. Und ich meine, das ist das, was ich halt an dem Format mag. Alles das, was wir hier miteinander erzählen, kann man ja in die Zukunft mitnehmen. Das ist ja gesichert und kann ja dann auch wirklich in die Zukunft auf diversen Kanälen dann einfach warten, bis dann die Zuschauer da sind oder auch verschickt werden, ganz aktiv. Ja. Dann, Robert, kannst du dann wieder weiterschicken. Ja, weil ich mach das. Manche Filme, weißt du, da schicke ich ihm, Robert, schickst du bitte an deine Freunde, weil meine Freunde, die kennen das schon, ja. Aber jetzt gibt es einen anderen Freundeskreis, ja. Jetzt bist du im Follow-up. Gut, ihr Lieben, ich werd das dann wieder auf YouTube hochladen und in die Facebook-Gruppe einstellen, damit ihr das dann wirklich ganz leicht euch nehmen könnt, so wie ihr das braucht für eure Medien. Und du hast auch ein einfach, Ticket, wann du aufgenommen worden bist. Ja, ist das jetzt? Wir sind jetzt die ganze Zeit schon. Das ist jetzt auch, Live-Training. Einfach die Angst abschütteln, live zu sein. Ja, genau. Und dann habt ihr das und könnt das eben auch so, wie ihr es braucht, dann verschicken. Ich versuche ja da auch immer auf zwei Beinen zu stehen. Keine Abhängigkeit von Facebook. Also ich mag Facebook, es ist unglaublich kraftvoll. Aber man sollte nicht davon abhängig sein. Deshalb wird es auch immer auf YouTube hochgeladen, damit man es auch als YouTube-Video verschicken kann. Weil es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, ich mag Facebook nicht. Die sind ja gar nicht bei Facebook. Genau, und dafür gibt es auch dann den YouTube-Kanal, damit die Leute das über YouTube einfach sehen können. Das ist ja super. Kann ich auch wieder weiterschicken. Genau, das wird wahrscheinlich in spätestens 15 Minuten sind wir dann wirklich so richtig in der Welt. In der digitalen Welt. Toll. Gut, ihr Lieben, dann mache ich für heute erstmal hier den Cut, sag euch fürs Interview tschüss, frag euch nach dem Interview aber noch was. Okay, also fürs Interview erstmal tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.